bin gerne essen. Ich muss echt sagen, ich bin gerne essen. Mit einem meiner Ex-Freunde bin ich tatsächlich einmal fast täglich essen gegangen. Das war natürlich eine Geldsache, aber da konnte ich noch Vollzeit arbeiten, was ich jetzt nicht mehr tue. Zumindest nicht im Vertrag. Überstundenmäßig sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir sind in verschiedene Restaurants gegangen. Nicht nur auch in diesen, in den Mongolen-Chinesen da, sondern auch irgendwo hier in der Nähe gibt es so ein Schnitzelhaus, Schnitzel-Restaurant-Dingens. Da gibt es viele Schnitzel mit verschiedenen Beilagen und auch die üblichen Verdächtigen wie Pommes und Schnitzel oder Jägerschnitzel oder Schnitzel mit Spätzle und Soße oder sowas. Spätzle. Ja, Spätzle gibt es nur im Schwabenländle. Jetzt wisst ihr, wo ich herkomme. Aus dem Schwabenländle. Sushi. Es gibt hier in der Nähe, was heißt in der Nähe, das ist ein Stück weg, und zwar in Ulm, da gab es ein riesen Einkaufszentrum, das jetzt aber mittlerweile geschlossen haben, weil sie Wohnungen draus machen, und da gab es ein Running Sushi. Running Sushi, es gibt nichts Geileres. Du zahlst einen gewissen Betrag und kannst fressen, so viel du willst. Das ist ja bei All You Can Eat und so Sachen sowieso generell so. Oder bei so Buffet-Sachen, da zahlst du dann. Das ist genauso wie bei dem Mongole, wo ich gestern Abend mit meiner Freundin war und ihrer Tochter. Der hat während Corona tatsächlich seine Preise irgendwie angepasst. Allerdings war das vorher so. Du hast vorher um die 15 Euro rum für 15 Euro war das Buffet und dann kamen noch die Getränke dazu. Jetzt macht das so, jetzt zahlst du 24,90 Euro fürs Buffet, also 25 Euro und es ist wirklich tatsächlich komplett alles dabei. Trinken, Essen, Nachtisch, alles komplett. Finde ich okay, aber es ist trotzdem teuer. Ich meine, ich verstehe die ganzen Gastronomien, die müssen alle schauen, dass sie diese Miesen reinholen, die sie da wieder rein, die sie da gemacht haben. Und wir, oh, guck mal, wir haben uns verbessert. Wir haben nicht mehr minus 7.000, sondern wir sind jetzt nur noch bei minus 3.000. Bringt nichts, wir haben jetzt einen gewissen Minusbestand auf dem Konto. Wir müssen gucken, dass wir das noch ein bisschen ändern und wir sollten tatsächlich versuchen, doch ein bisschen am Ambiente zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Moment. Entschuldigung, aber durch das viele Reden muss ich tatsächlich immer wieder trinken. Vor allem habe ich es mir echt angewöhnt, seit dem Schwindelanfall meinen O-Saft zu trinken und versuche noch 1,5 Liter Wasser in mich reinzuschütten. Ehrlich, ich trinke generell viel zu wenig, was nicht gut ist. So. Wir haben miese gemacht, geil, aber wir waren besser wie vorher. wir gehen jetzt mal auf weiter. So, drohender Bankrott. Die Bank wollte dich wissen lassen, dass du jetzt offiziell arm bist. Sie erinnern dich daran, dass sie dich nicht mehr lange in den roten Zahlen bleiben lassen werden. Heilige Lasagne. So, mal gucken, ob ich jetzt überhaupt irgendwas einkaufen kann. Das weiß ich gar nicht. So weit habe ich eigentlich noch nie gespielt, weil ich normalerweise immer sehr aufs Geld achte. Was in dem Fall jetzt nicht passiert ist. Ich brauche Licht. Es ist schön, dass ich Gemälde machen kann, aber was bringen mir Gemälde? Ich brauche Licht. Wollt ihr mir sagen, dass ihr gar kein Licht drin habt? Hier gibt es nichts mit. Was ist das? Designerlampe. Boah, die muss ich erst freischalten. Willst du mich verarschen? Was ist das da? Das war eine traurige Pflanze. Warum kostet die traurige Pflanze 110 Dollar? Geht's noch? Ich hab doch kein Geld, Scheißer. Ich bin pleite. Gemälde, Dekoration, tralalala. Was ist hier? Auch keine Lampe. Ich hatte gehofft, ich kann jetzt irgendwie Lampen oder so aufstellen. Wir könnten es riskieren und uns noch einen Tisch dazu packen. Moment. Wir packen hier jetzt noch einen Tisch dazu. Genau.
Fertig. Mehr machen wir jetzt nicht. Können wir sowieso nicht. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir starten in den neuen Tag. Hoffen, dass das ein bisschen besser geht, dass ich keine Lampen kaufen kann. Die sind gar nicht freigeschaltet. Oh, guck mal, die sind wieder gut. Das ist ja supi. Also gut, dann starten wir mal weiter und gucken mal. Was? Weiter? Moment, halt, Moment, ich muss skillen. Moment, stopp, 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 stopp. Ich muss skillen. Wir skillen. Wer bin ich? Was bin ich das? Ich habe 4. Bei wem sind wir denn gerade? Okay, wir sind jetzt bei Feng. Feng hat einen. Das bedeutet Fitness. Dem geben wir den da. Okay, angedingenst, angedockt. So, was haben wir hier? Wir skillen das da, dann das da passt. Unser lieber Kellner Carlos bekommt noch, was ist das? Restaurantkartografie. Finde ich Quatsch, aber der kriegt von der Fitness jetzt auch was. So, dann skill ich mich. Ich kriege immer die meisten Skillpunkte, was ich ein bisschen komisch finde. Gut, okay. Ich kann jetzt nur 2 skillen. Nein, wir skillen den da und da brauche ich dann 3 Punkte. Den da und den da. Geht nicht mehr. Okay, dann lassen wir den einen übrig. Und dann machen wir das nächste Mal. So. Nein. Nein, ich muss zum Essen. Das Essen ist hier. So. Wir haben hier 8 Skillpunkte. Was haben wir denn eigentlich an Fleisch? Wir haben Pute, ne? Wir haben was mit Pute. Wo ist Pute? Hammelfleisch, Fasan, Kaninchen, Kalbfleisch, Hühnchenfleisch. Hühnchen ist nicht Pute. Fasan ist auch nicht Pute. Eine Gans ist auch nicht Pute. Eine Ente ist auch was anderes. Willst du mich verarschen? Wir haben Kabeljau. Moment, wo ist der? Wenn der jetzt auch nicht hier drin steht, dann kriege ich einen zu viel. Hier ist Kabeljau. Milchprodukte. Was haben wir hier noch? Gewürze. Gewürzeskillen ist, glaube ich, nie falsch. Weil je besser wir wieder mit den Gewürzen umgehen können, desto geiler müsste das Essen schmecken. Also so würde ich jetzt sagen. Basilikum. Das gehört ja in alle Pasta-Gerichte rein. Was haben wir denn noch? Dill. Ein bisschen. Moment, mir fällt noch was ein. Ingwer. Aber ich weiß gar nicht, ob der hier dabei ist. Muskatnuss. Oregano. Hauen wir da drauf. Rosmarin kommt meistens auf Fleisch drauf. Was zum Teufel ist Cilantro? Ich habe keine Ahnung. Estragon, Gewürznelken, Ingwer. Was haben wir hinten noch? Nüsse. Um Gottes Willen, hier ist ja Zeug noch und nöcher drin. Anderes. Junge. Brandy, Bier. Um Gottes Willen, Schokolade. Geil. Wow, mega. Das ist ja mal eine richtige Palette an Dinge. Piment, Paprika. Gibt's kein Salz? Wir würzen hier ohne Salz. Das ist sehr intelligent. Nicht. Ah, guck mal. Wir können uns Chili, Safran, Muskat. Ich hab. Oh Gott, da fällt mir gerade was ein. Muss ich euch gleich erzählen. Wir könnten hier noch mit Vanille arbeiten. Und Zimt hauen wir rein. Das ist ja wichtig für die. Wir schauen. Ausgezeichnet. Essen geht so. Service ist supi. Preise, Ambiente sind auch klasse. Eine angenehme Erfahrung. Ich werde wiederkommen. Großartig. Ich bin begeistert. Sehr gut. Das ist schön. Wir müssen natürlich Durchschnitt. Ja, passt soweit. Schrecklich. Tralala. Haben wir bis jetzt 0%. Das ist noch nicht so schlimm. Keine Ahnung. Gebiss wird bestimmt noch schlimmer. Im Moment scheint es so ganz okay zu sein, wie wir fahren. Das kann eigentlich nur besser werden. Vielleicht kommen auch noch mehr Kunden, wenn wir von der Werbung her dann sehen. Wir haben bis jetzt nur den Flyer. Wir sind besser geworden, aber... Moment, das war das Falsche. Ich muss immer gucken, wo das ist. Das weiß ich immer gar nicht. Hier. Das hat es gar nicht übernommen.
Plakatwände, tägliche Kosten, nichts. Okay. Sparfüchse, Arbeiter. Wir gehen mal auf die Büroangestellten. Ja, man hat ja mal Stress bei der Arbeit. Änderung anwenden. Okay. Oje, ich glaube, ich habe mich jetzt richtig in die Scheiße gesetzt. Wir werden komplett bankrott gehen, das ist mir egal. Aber ohne Werbung kommen die Leute nicht. Und ohne Leute können wir nichts verdienen. Plätze haben wir genug, Kellner nicht. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Die sind beide relativ fit. Zur Not müssen wir es tatsächlich in irgendeiner Art und Weise mal koordiniert kriegen. So, ich möchte das ganze Restaurant im Blick haben. Das sind alle Tische, die wir haben. Hier vorne haben wir jetzt einen Tisch mehr. Ich zeige gerade mit der Hand drauf, das ist auch sehr intelligent von mir. Hier haben wir einen Tisch mehr. Das sind die anderen beiden Zweiertische. Der Rest sind Vierertische. Hier vier, der Rest haben wir da hinten. Zwei, vier, sechs Stück. Das ist okay so. So, und jetzt müssen wir einfach warten, bis die Menschen anwackeln. Und da kommen auch schon die ersten. Ja, Einflusspunkte haben wir 2, Beliebtheit haben wir 48. Mal gucken, wo es noch hinführt und wie lange ich dieses Let's Show noch machen werde. Im Moment artet das gerade eher in ein Let's Play aus, muss ich echt sagen. Aber es macht Spaß und das ist das Schöne. Und wenn du rauskriegst, wie es geht, macht es noch mehr Spaß. Ich bin schon stundenlang davor gesessen. Von daher, ich werde es wahrscheinlich schauen, dass wir gucken, dass wir das Minus da vorne wegkriegen vor der 300. Wahrscheinlich so lang noch, ne? Essen ist ja auch immer, hat was mit Kultur zu tun. Und was ich so gerne... Ich habe vor Jahren eine Sendung entdeckt. Und zwar, was ist hier los? Was willst du? Hast du Geburtstag oder sowas? Ich habe einen Sekt in meinem Teller gefunden. Das ist ja eklig. Du hast doch noch nicht mal bestellt. Was willst du? Entschuldigung, erinnert sich um das. Ignoriere das Problem. Wir machen ihr noch ein. Die hat doch noch gar nicht bestellt. Die hat doch noch gar nichts bekommen. Wie kann die jetzt schon einen Sekt im Teller haben? Das macht doch keinen Sinn. Mach doch das bitte erst, wenn doch der Teller auf dem Tisch steht. Also das Essen da ist. Nicht doch wahr. Wie gesagt, ich habe vor Jahren eine Sendung entdeckt aus den USA. Und zwar ist das auch ein recht bekannter Koch. Und ich meine jetzt nicht Gordon Ramsay. Hell's Kitchen habe ich auch schon öfter mal angeschaut. Und was man da zu sehen bekommt, ist zum Teil wirklich noch nicht mal mehr Haare sträuben. Das ist schon... Da willst du einfach nicht mehr, wenn du manche Sachen einfach siehst. Und die ganzen Besitzer und Eigentümer sind zum Teil wirklich beratungsresistent. Das ist geil. Die haben Pasta auf dem Teller und die sagt, sie hat ein Insekt im Salat. Dumme Kuh. Weiß nicht, welche von den Kühen das war, aber egal. Auf jeden Fall ist so. Der Sound setzt tatsächlich recht spät ein, muss ich sagen. Ist halt so. Auf jeden Fall ist es so. Hast noch einen Salat gekriegt? Was willst du jetzt eigentlich von mir? Verpiss dich hier. Will dich hier gar nicht mehr sehen, kriegst Hausverbot. Nee, Spaß. Auf jeden Fall habe ich, der ist so ein bisschen in den Ländern unterwegs. Anthony Bourdain heißt der gute Mann. Ist auch Koch. Ob er Sterne hat, weiß ich gerade überhaupt nicht. Aber er ist auch ein sehr bekannter Koch durch die Serie geworden. Und der reist aber durch die Länder. Und der futtert sich praktisch nicht durch die normalen Touristengebiete, wo dann halt es die üblichen Verdächtigen angeboten werden, wie Pommes und Burger und so ein Zeug, sondern er lässt sich von Einheimischen durch die Städte oder durch die Gegenden führen und probiert da zum Teil Sachen von Stierhoden und so Sachen. Also oder durch diese Sendung habe ich Kimchi kennengelernt. Kimchi ist folgendes. Du hast Kohl. Ich glaube, das ist normaler Kohl oder ist es eine Art Wissing-China-Kohl-Ding? Keine Ahnung. Das wird mit so einer roten Paste eingestrichen.
Und die haben das damals frisch gemacht. Das haben die in der Serie gezeigt. Ich glaube, das war Mongolei. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also irgendwas in Richtung asiatischen Raum. Und zwar haben die da eine rote Paste, was da genau drin ist, weiß ich leider nicht mehr. Das ist schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Und dann streichen die den Kohl mit dem roten Zeug ein, also zwischen jedes Blatt. Der wird richtig so auseinandergenommen, also nicht komplett zerrupft, sondern tatsächlich auseinandergefaltet. Und dann wird zwischen die Blätter rein, sodass der Kohl noch zusammenbleibt, wird das rote Zeug reingeschmiert. Und dann kommt der in so eine riesen Erdtonne. Da kommt das Zeug komplett rein, das wird zugemacht, wird auch noch eingebuddelt in die Erde rein. Und dann wird das da drin monatelang schimmeln gelassen, gären gelassen. Und das muss total lecker schmecken. Also solche Sachen, also diese ganzen einheimischen Sachen, diese Rezepte von Anno, schlag mich weg, von früher, wo die Leute noch keine Häuser hatten, sondern in so komischen Zelten und so Zeug gelebt haben. Rezepte aus diesen Zeiten versucht er zu finden. Ey, meine Popularität ist gestiegen. Du hast deine ersten Schritte in der Welt des Restaurants gemacht. Jetzt kannst du damit prahlen, dass du zumindest einer einzigen Person dein Lokal so gut gefallen hat, dass sie ein zweites Mal wiederkommt. Nun, das ist doch etwas. Oder deine Beliebtheitsgrad steigt. Je mehr deine Popularität steigt, desto mehr Kunden, vor allem Reiche, werden deinen Laden besuchen. Aber sei vorsichtig, die Leute werden viel mehr von dir und deinem Restaurant erwarten. Ja, dafür kann ich ja skillen. Ein kleiner Schritt für den Menschen. So. Ah, was ist denn hier oben passiert? Was ist das denn? Aha, da 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 da. Das ist okay. Mal schauen. Ach, guck mal, hier sind ein paar Geringverdiener unterwegs. Und was ist mit den Besserbitten? Einfache Touristen sind da. Vegetarier, die können mich mal. Rangaufstieg. Perfekt. Geilo. Wir sind eine Stufe hochgestiegen. Geil. Mal schauen, wie weit wir es bringen werden. Nee, auf jeden Fall, dieser Anthony Bourdain ist wirklich überall, auch in Städten, dass er sich auf Städte wie Chicago zum Beispiel oder New York fixiert. Sich mit einem oder mehreren trifft, die halt da leben und halt die bestimmten Ecken kennen, die wo nur die Einheimischen kennen. Und da geht er hin. Und das ist das, was ich liebe, weil wenn du eine Kultur und ein Land kennenlernen willst, dann musst du das über den kulinarischen Weg machen. Weil da lernst du die Leute kennen und Essen verbindet ja logisch. Ne? Das ist wie in Italien wird ja das Essen philosophiert mit der Familie und hochgefeiert. Das ist ja das Zusammenkunft, das gehört, das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn die essen und tralala. Und das finde ich gut und das finde ich schön. Und wie gesagt, wenn du eine Kultur kennenlernen willst, dann musst du das übers Essen machen. Und deswegen ist es wichtig, wenn du in einem fremden Land unterwegs bist, dann solltest du vielleicht nicht in den Touristengebieten bleiben und da dein übliches Kladderadatsch essen, sondern tatsächlich dann dir ein Auto mieten in die Nicht-Touristengebiete, also in irgendwelche kleinen Dörfchen. Wo kein Tourismus ist, da musst du hingehen. Das funktioniert natürlich auch nur dann, wenn du die Sprache ein bisschen beherrschen tust, sodass du halt klarkommen würdest in dem Sinne, weil nicht jeder spricht Englisch. Ne? So, also meiner Information nach sogar Franzosen weigern sich, Englisch zu sprechen. Zumindest ist das so ein Klischee, das man so rum erzählt. Ich habe gerade was gesehen. Mein Katerchen liegt da hinten auf dem Boden. Nee, auf jeden Fall. Ein Land lernst du dann kennen, wenn du eben kulinarisch unterwegs bist, eine kulinarische Reise unternimmst und so. Findest du raus, wie die so leben und was die Länder auch ausmacht in dem Sinne? Nö, also sowas, das würde ich gerne mal machen, so eine kleine kulinarische Reise durch irgendein Land, so Italien oder so. Ich meine, ja, okay, ja, Italien, da hast du Pasta, da hast du das, das ist ja alles, was ich hier auch kriege. Kannst jetzt sagen, ja, von mir aus kannst du sagen, ist mir aber egal, weil wenn du das Zeug vor Ort nimmst, ist das nochmal ganz anders, weil das Klima in Italien ganz anderes ist, wie das Zeug, das ich hier kriege. Ne? Auch wenn auf der Packung draufsteht, dass die Tomaten aus, keine Ahnung, Süditalien kommen, Kalabrien oder weiß der Geier woher, die liegen hier Monate, wochenlang in irgendwelchen
Lagerhäusern rum und dann verlieren die ihren kompletten Flair. Das Einzige, was gut ist, sind Dosentomaten, weil die reifen nach. Das weiß ich aus zuverlässiger Quelle und die kannst du immer benutzen. Aber ansonsten kannst du die ganzen Sachen so in die Tonne treten. Und eigentlich nimmt man für italienische Gerichte hauptsächlich Olivenöl, klar, natürlich, weil das eben dann doch dieses Südländische so ein bisschen unterstreicht. Ja. Und von daher versuche tatsächlich ein Land über das Kulinarische kennenzulernen. Ne? Also das ist so mit, ich meine, wenn ich dann in ein Land gehe, muss ich was essen, dann sollte ich mich mit den Speisen auch auseinandersetzen und damit dann auch arbeiten oder so. Ne? Es nachzukochen ist meistens fast ein Ding der Unmöglichkeit, gerade bei den asiatischen Sachen, weil die benutzen ja zum Teil Dinge, die wir hier eigentlich in Deutschland gar nicht haben oder kennen, auch wenn wir hier ja überall in ganz Deutschland verteilt diese asiatischen Supermärkte haben, diese kleinen, wo dann vollgestopft sind bis unter das Dach, wo du dann dein extra Sushi-Reis kaufen kannst oder Reismehl oder Reisessig und das ganze Zeug, was die da halt so benutzen zum Kochen. Aber du kriegst es halt einfach nicht so hin, weil du eigentlich nicht weißt, wie es geht. Auch wenn du dir jetzt ein Kochbuch kaufst, wo das Rezept drin steht für Sushi-Reis zum Beispiel. Der wird ja auch auf eine spezielle Art gewürzt. Moment. Dass er so schmeckt, wie er schmeckt und auch klebrig wird, weil das ist ein bestimmter Klebereis, den du da brauchst. Du kriegst es aber einfach nicht so hin. Und auch wenn du, ich habe ein indisches Kochbuch, ich habe da auch mal was nachgekocht. Es gibt Dinge, die mag ich nicht, die da reinkommen, also lasse ich es weg. Ergo schmeckt es schon nicht mal so, wie es schmecken soll. Also von daher, ja, kann man sich streiten. Es gibt Sachen, die mag man, es gibt Sachen, die mag man halt einfach nicht. Und da beißt die Maus einfach keinen Faden ab. Ist einfach so. Ich sehe gerade, meine Cam ist ein bisschen asynchron. Ich hoffe, das geht. Also normalerweise die Videos in YouTube gehen eigentlich alle. Naja. Oh, wir haben unsere Minus auf dem Konto weiter reduziert. Mehr als 100 werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Wir hoffen, dass wir das jetzt erstmal so belassen. Unsere Angestellten kommen eigentlich ganz gut klar. Die Beliebtheit steigt weiter. Das müsste eigentlich gut gehen. Wir fangen halt komplett bei Null an. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier irgendwo eine Funktion gibt, dass man Kredite aufnehmen kann, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Weil das würde man hier unten in den Icons dann finden. Hier irgendwo Bank, Kredit, tralala. Es kommen auch gerade nicht so viele Kunden. Das finde ich ganz schade, weil vorhin standen hier oft hier oben noch viele, dass vier draußen warten oder dass noch mehrere Gerichte ausstehen und. Das kann natürlich auch passieren, dass einem Kunden dann weglaufen, wenn sie zu lange warten. Das passiert dir halt dann in dem Moment, wenn du zu wenig Personal hast und du viele Kunden hast. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen und auf Dauer arbeiten, dass ich eventuell so Reinigung und so Zeug noch einfordere, auch wenn mich das noch weiter in meinen Minus reinzieht. Aber vielleicht geht es dann irgendwann bergauf. Ich meine, man muss ja immer erst investieren, bevor man was rauskriegt. Das ist klar. Ich habe Lust gemacht. Das ist gut. Aber ich bin trotzdem nicht arg viel besser geworden. Doch, jetzt geht's aufwärts. So langsam muss ich das Minus da hinten wegkriegen. Deswegen werden wir jetzt im ersten Moment auch jetzt gar nichts mehr kaufen. Wir haben 60 Beliebtheit. Ja. Die ist wieder unzufrieden. Das Schlimme ist, du kannst zwar deine Reviews angucken, aber wenn mir die guten angezeigt werden, bringt mir das nichts. Weil die Leute sind ja zufrieden. Ist es ihr zu teuer? Schmeckt es ihr nicht? Oder was auch immer. Skillpunkte habe ich 3. Das werden auf Dauer auch immer weniger. Das ist ganz arg komisch. Eigentlich haben wir den perfekten Spot. Wir haben viel Laufkundschaft. Wir haben andere Leute. Ja, wir müssen schauen.
Wie gesagt, eigentlich sollte das hier ein angespielt sein, ein Let's Show, euch einfach das Spiel zu zeigen. Ich hätte halt gern Geld verdient, anstatt Geld zu verlieren. Aber gut, okay. Man kann vielleicht nicht immer alles haben. Ne? Genug Personal haben wir. Uns wird jetzt gleich nochmal das Ganze abgezogen, wenn der Tag vorbei ist. Und wir haben noch ein paar Minuten. Manchmal gibt es Stoßzeiten. Wochenende zum Beispiel ist eine Stoßzeit. Junge, der PC heizt mich hier tot, ey. Oh, der ist richtig warm. Ja, der muss viel machen gerade. Oh, ich habe den Taskmanager noch offen, als ich vorhin nach dem Internet geguckt habe. Kann tatsächlich sein, dass das der Router war. Dass der einen Abspack hatte. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das Problem ist ja das Büro. Gut. Und ich kriege langsam Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Das war auch beabsichtigt nach dem ganzen Fressgelage von gestern. Ich war so mega voll. Es ist einfach lecker. Ich liebe das Zeug einfach. Und dann hinterher noch was Süßes. So eine gebackene Banane oder eine gebackene Ananas. Und dann habe ich leider Gottes noch gemeint, ich muss zwei kleine, diese Mini-Mohrenköpfe gibt es ja. Und da habe ich noch zwei gegessen und noch eine kleine Schale. Schokopudding. Vanille gab es nicht mehr, glaube ich. Oder hatten sie gar nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe die Finger von den Brownies gelassen. Das habe ich tatsächlich nicht mehr gegessen. Obwohl die mich echt auch angemacht haben. Obwohl ich gar nicht so der Schokoladenfan bin, muss ich sagen. Ich mag Schokolade. Ich esse Schokolade. Ich esse auch gerne Schokolade mit ganzen Nüssen drin. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Schokolade und einer Tüte Chips, Sweet Chili, dann würde ich tatsächlich die Chips nehmen. Bin ich ehrlich, weil ich bin dann eher salzig. Also wenn ich zunehme, ist es meistens hauptsächlich die Menge, beziehungsweise eben das Hauptessen. Ich esse nebenher so gut wie nichts. Es sind die Hauptmahlzeiten tatsächlich. Oder wenn ich Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, und da muss ich echt aufpassen. Ich muss variieren, wenn ich weiß, wie gestern zum Beispiel, ich gehe abends essen. Das war recht spontan bei uns, muss ich sagen, weil die Tochter meiner Freundin, die hat gesagt, sie hat Bock auf Sushi, sie möchte mal wieder Sushi essen. Da haben wir halt gesagt, gut, okay, lass uns zur Mongole gehen. Das Geile ist, sie hat das Sushi dann auch nicht gegessen. Sie ist sowieso ein bisschen komisch, ne? Ich meine, da gibt es beim Lidl oder wo auch immer, ist ja egal. Achtung, Kater von da. Kater legt sich hin. Kater wird langsam unruhig, glaube ich. Wie viel Uhr haben wir? Wie lange habe ich jetzt schon aufgenommen? 2:15 plus circa 10 Minuten Pause, würde ich sagen. Oh ja. Also circa 2 Stunden 20. Ich mache jetzt, glaube ich, noch ein bisschen. Ich bin schon wieder bei minus 300. Der Tag ist noch gar nicht vorbei. Ich bin erst bei 9 p.m. Das ist okay. Das können wir noch lassen. Das sind noch drei, die zahlen müssen. Ich glaube, die Leute sind langsam anpisst. Weil die Leute, die Kellner halt auch nicht mehr hinterherkommen, glaube ich. Es sind doch schon viele Leute da. Auf was wollte ich jetzt eigentlich gerade hinaus? Weiß ich auch nicht mehr. Machen wir jetzt erstmal das hier. Let's Show. Mal gucken, wie viele Folgen ich draus mache. Vielleicht mache ich auch 1-Stunden-Folgen draus. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Obwohl, ich habe ja da eine Pause gemacht, wo ich das mit dem Internet machen musste. Gut, kann man zusammenkleben. Ist ja nicht schlimm. Katerchen sucht Knusperle. Katerchen kommt. Katerchen legt sich hin. Wenn ich ihn jetzt anflirte, kommt er hier vor die Kamera. Er ist mein Süßer. Ja,
Nee, wo war ich eigentlich gerade? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, Mokole und ja, genau, diese Würstchen, die man da kaufen kann. Die haben, da gibt es ja diese kleinen Würstchen, die sind tatsächlich nur so groß, nicht arg groß. Und da ist noch Speck drumrum. Die kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal für einen Grillabend oder so besorgt. Und die hat meine Freundin gestern Mittag für ihre Tochter noch warm gemacht. Wir haben nur so kleinen Krusch und Salat gegessen. Und ihre Tochter hat allen Ernstes den Speck drumherum weggefummelt. Und ich habe sie angeguckt und habe gedacht, hä, geht's noch? Hat den Speck liegen lassen und hat nur die Wurst gegessen. Die Wurst. Ich habe sie ganz gegessen. Da habe ich mich dann, also sie hat manchmal so, ja, sie ist in der Pubertät, manchmal frisst sie wie ein Scheunendrescher und im nächsten Moment isst sie so gut wie gar nichts. Manchmal ein bisschen komisch, ne? Ich muss da die guten Leute da, ob der wohl geschwind für ein paar Minuten, mein Kater versucht gerade süß auszusehen. Was er natürlich immer tut, ist klar. Ja. Jetzt schleicht er davon. Jetzt habe ich das Mikrofon. Oh, ich liebe dieses Tischmikrofon. Es ist so geil. Dabei stört mich jetzt dieses Ding hier. Wir haben 3 Essen, die wir zubereiten. Ich glaube, die Kunden warten aktuell zu lange. Es werden 4 Dinger, die aufgenommen werden müssen. Wir können es uns leider Gottes nicht leisten. Die Leute kommen also. Das ist gut. Wir verdienen nur zu wenig. Also irgendwas passt nicht ganz. Ich muss da noch eine Balance finden. Durch die Werbung kriegen wir Leute dazu. Kunden, das ist gut. Vor der Tür wartet niemand. Das Essen geht raus. Ja, die Kunden warten, glaube ich, tendenziell zu lange. Es ist uns aber noch niemand davon gelaufen. Ich weiß nicht, ob die von den Tischen aus auch weglaufen können, wenn sie das Essen, wenn sie zu lange aufs Essen warten. Oder ob sie nur weglaufen, wenn sie vor der Tür stehen. Das ist mir tatsächlich schon passiert, muss ich sagen. Also die sind nur grantig wegen Essen, warum auch immer. Es tauchen keine Ausrufezeichen auf, nichts, aber... Also wir haben genug Plätze. Wir brauchen jeweils noch eine Person. Speziell kellnertechnisch. Ich glaube, Küche kriegen wir relativ gestemmt. Wir müssen nur gucken, dass wir das Essen rauskriegen. Also an die Tische packen. Ich glaube, das ist gerade im Moment das Problem, dass die Kellner nicht mehr hinterherkommen. Weil es sind schon sehr viele Leute da. Boah, oh. Wie warm haben wir es mal? Lass mal gucken. 17 Grad. Wenn die App stimmt, was sie wahrscheinlich nicht tut. Meine App spinnt immer ein bisschen. Doch, 19 Grad. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nur 17 gewesen wären. Wir müssen das jetzt eigentlich so laufen lassen. Und skillen. Ganz dringend müssen wir skillen, 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 skillen. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass wir skillen, damit die ganzen Leute ihr Zeug... Guck mal, das Essen ist rausgegangen, die Kunden sind zufrieden. Wir haben gleich 12 Uhr, der Tag ist gleich vorbei. Wir sind... Oh, sauber! Wir haben 100 Euro Minus abgetragen. Das geht jetzt gleich nochmal in die andere Richtung, weil ja jeden Spieltag, sage ich mal, wird uns das Ganze abgezogen. Wochenende kommen natürlich immer mehr Kunden. Und das müssen wir überbrücken. Feiertage kommen auch mehr Leute. Ne? Und ich muss gucken, dass ich unsere Dings skille. Schnelligkeit muss da sein. Die muss ich ganz arg doll skillen. Und Energie muss geskillt werden. Es sind viele, 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 viele Baustellen, die man in so einem Management-Spiel einfach hat. Und man muss erstmal gucken, wie es funktioniert, wie man die Balance findet. Das Tutorial habe ich absichtlich übersprungen, weil ich das Spiel eigentlich schon kenne. Was war das? Achso, ja genau, bei ihm war jetzt gerade der Pfeil nach unten, der rote. Das heißt, seine Energie ist ins nächste Ich-bin-kaputt-Level gegangen. Und deswegen passt es so. So. Warum haben wir mehr Minus gemacht wie vorher? Weil wir die Werbung mit reingepackt haben. Genau, das sind Sachen, die müssen wir alle ausgleichen. Und das ist halt, nee, aber ohne Werbung kommen die Leute nicht. Und ohne
ohne Leute machen wir keinen Umsatz. Das ist dezent schlecht. Oh, wir sind hier bei der Moral relativ hoch. Guck mal, das passt soweit. Die sind relativ, naja, so ein bisschen low. Der kann ich leider gerade im Moment nicht ändern. Okay. Es ist ein Wochenende. Es heißt, es wird haarig. Du machst jetzt erstmal eine Pause, bevor es hier gleich explodiert. Wir gehen hier rein. Wir müssen skillen und zwar dringend. Wir können hier auch die ganzen normalen Sachen skillen, wie hier Fleisch zum Beispiel und den ganzen Spaß. Das sind alles Sachen, die wir hochskillen können und müssen. Was haben wir hier denn? Sonderzahlung. Nach dem Erwerb dieses Skills kannst du auf die jeweilige Fertigkeit zugreifen, die dann folgenden Effekt hat. Durch die Ausgabe von $300, sie können ihre Mitarbeiter anregen, es besser zu machen. Wenn diese Fähigkeit aktiviert ist, erhöht sie die Leistung aller Mitarbeiter und für alle Aktionen wird die Hälfte der Zeit benötigt. Was ist das? Ich will Perfektion. Nach dem Erwerb dieses Skills kannst du auf jeweiligen, ne, durch Ausgaben von $800 kannst du deine Mitarbeiter mit etwas mehr Geld anregen und die Qualität des Angebots verbessern. Zusätzliches Geld sind Dinge. Wirklich, es ist Willkommenszeit. Nach dem Erwerb dieses Skills kannst du auf hier zugreifen. Wenn diese Fähigkeit aktiv ist, werden deine Kellner die Leute mit einer enormen Geschwindigkeit begrüßen und setzen. Aber sei vorsichtig, sie können sehr müde werden. Ah, da muss man dann natürlich erinnern, passt dann auch. Sauberkeit. Militärische Strategie. Nach dem Erwerb dieses Skills kannst du auf jeweilige Ding zugreifen. Durch militärische Strategien und Disziplin kann die Küche die meisten Bestellungen schnell zubereiten und kochen. Jedoch werden sie viel dabei schwitzen. Na, klasse. Ich glaube, das machen wir uns noch nicht so recht. Kochen. Sollen wir jetzt mal ein bisschen bei Fleisch skillen? Wir haben hier jetzt überall Stufe 1 drin. Dann packe ich jetzt hier da. Okay, das ist alles weg. Übernehmen wir mal. Dann gehen wir hier drauf. Die kriegen immer nur einen Skillpunkt. Das finde ich schlecht, weil ich kann dann nur noch das auswählen. Dann, beziehungsweise ich hätte Sauberkeit nehmen sollen. Gut, okay. Meine Köchin, die hat auch nur einen Skillpunkt. Das heißt, ich kann nicht skillen, weil ich zwei brauche für den nächsten Punkt. Okay. Da können wir Sauberkeit skillen. Dann ist es ausgeglichen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, wir gehen zu den Lebensmitteln. Wo ist der Knobi? Da ist der Knobi. Lalalala. Wir werden noch ein bisschen Fleisch. Ah, hier ist die Pute. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Seht mal. Wurst, Taube, Speck. Wildbrät, Wildschwein, Wurst, Ziege. Bin ich Rindfleisch? Skillen wir. Ich kann zwar noch kein Steak machen, aber das ist nicht ganz so. Was haben wir denn alles auf der Karte? Geh mal drauf. Kartoffeln, Hähnchen, Kabeljau. Kabeljau hatten wir geskillt. Pute habe ich jetzt gerade geskillt. Muscheln. Wir müssen natürlich hauptsächlich das skillen im Anfang jetzt erstmal, was denn wir jetzt anbieten, damit ich mit dem Zeug ordentlich umgehen kann. Hauen wir den Kabeljau voll drauf. Dann haben wir noch Muscheln. Miesmuscheln waren da noch. Wo sind die denn? Venusmuscheln? Jakobsmuscheln? Austern? Miesmuscheln. Genau. Weil wir diese Miesmuschelsuppe im Angebot haben. Und aus dem Grunde packen wir das jetzt so mit drauf. Wir machen Käse, Butter, Cheddar, Eier, Bechamel. Ich habe eine Lasagne nicht im Angebot, also brauche ich das jetzt noch nicht. Mascarpone, Nüsse, tralalala, Vanille. Ich weiß gar nicht, für was die wichtig sind. Wir müssen da Pasta und dies und das ist alles soweit. Okay, Brot, Biskuit, Reis. Wir können eventuell
bei Fleisch noch ein bisschen was skillen. Eine Wurst. Ha, Schinken. So, übernehmen wir einfach mal. So wie es jetzt ist. Gut, was haben wir jetzt hier alles? Wir sehen. Ich kann es nicht glauben. Das heißt, was? So macht man das. Wow. Selfies sind nicht erlaubt. Ja und? Hä? Ich habe gar nichts eingestellt. Bewerten. Großartig. Also wir sind, was das Ganze betrifft, die Preise sind auch noch relativ gut. Da sind wir ganz gut dabei. Sind hier ein bisschen gesunken. Der Durchschnitt kommt hier langsam etwas durch. Aber das ist alles noch in Ordnung. Ja, davon brauchen wir gar nicht anfangen. Wir haben jetzt Wochenende. Die Flyer sind alle noch aktiv. Nein, sind sie nicht. Ich glaube, ich werde es jetzt erstmal so lassen. Wir haben die Plakatwände aktiviert. Das muss jetzt erstmal Reinigung. Wir brauchen unbedingt eine Reinigung. Schmierige Tische. Reinigungsrunden, tägliche Reinigung, Tempel des Lichts. Tägliche Reinigung, schwimmende Überraschung. Toilettenreinigung, Hocken kann notwendig sein. Kann den Sitz täglich, tatsächlich. Was? Bio-Wandfarbe. Was? Ich raff's nicht, was das alles zu bedeuten hat. Wir wenden es an. Haben wahrscheinlich jetzt noch mehr Spezialisierung. Kann ich irgendwie gar nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich irgendwie nicht anklicken. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wieso es nicht geht, aber gut, okay, lassen wir erstmal so stehen. Wir haben Wochenende. Ich habe Carlos jetzt gerade in die Pause geschickt. Feng muss das Ganze jetzt erstmal alleine stemmen. Beziehungsweise, ne, muss er eigentlich nicht. Er ist ja vom Balken her voll. Das ist ja nur seine Moral, das hier vorne. So, jetzt gucken wir mal, wie wir... Ich habe ein Minus von $1864.